Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Sinnlos im Wasteland. Wir sind heute mal wieder hier im Wasteland unterwegs und damit meine ich hauptsächlich mich, weil ich hier die ganze Arbeit mache, aber die anderen beiden sind natürlich auch mit dabei. Der liebe Zwiebelbäder und der Mene, hallo. Hi. Ja. Also an die Zuschauer, ein nettes Hallo, Zwiebel dir auch und naja, Brilli, du weißt schon. Brilli. Du weißt schon Bescheid. Ja, mei. Macht doch nur Spaß. Was? Hast du auch wieder Bäume angepflanzt eigentlich? Ja, natürlich. Ja. Überall. Okay. Genauso wie vorher. Schön. Ja, jetzt ist das Klopfen hier unter der Erde. Komm, den schütten wir zu. Gleich beim Haus raus. Komm, den schütten wir zu hier. Dann gehe ich mal... Du hast da eine Eisenmine, ne? Ja, hier unten ist eine Eisenmine. Habe ich mir nicht auf der Karte irgendwo Kohle markiert oder sowas? Leute, macht mal einmal das Brett zu, wenn er rausgeht hier. Wir hatten letztes Mal schon Ungeziefer hier in der Hütte. Ach, nee, nur das meiste. Muss ja auch ein bisschen Schießübungen machen. Ach so, na dann. Okay, Kohle und Blei. Also ich weiß, hier vorne an dem Berg war irgendwas. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Könnte Blei gewesen sein. Könnte auch kein Blei gewesen sein. Genau. Mein Durchfall ist nur noch bei 13%, Leute. Das ist sehr schön. Aufwärts in meinem Arschloch. Es freut mich, dass sich deine Poperze wieder besserer Gesundheit erfreut. Es ist das echt schön. Auch. Ja, es ist so herrlich. Ja. Dinge, die die Welt bewegen. Absolut. Rillis Poperze. So, ich muss was essen. Was hast du gesagt, im Lagerfeuer sind noch? Ja. Ja, ja. Da muss ich gerade mal rein. Da, wo kurz. Er sich jetzt wieder vordrängelt. Ja, sorry. Ich sorge hier nur für euer Wohl. Dein Pornobalken, an den kann ich mir gar nicht mehr erinnern, ja. Irgendwie an die Burt Reynolds Gedenkfriese da im Gesicht. So kannst rein. Danke. Machen wir hier mal noch Eisen. Jetzt. So, in der letzten Spiele wird jetzt auch noch Eisen geschmolzen. Wo ist das Eisen? Ne, hier. So, jetzt wird es geschmolzen. Hoffe ich. Muss ich die noch irgendwie anmachen? Ja, du musst Holz reintun. Da ist dann links den Knopf halten, drücken. Einschalten, na da, okay. Ja, dankeschön. Oh, Klingenfalle. Ist ja auch geil. Und hier werden noch Eisendinger gemacht, das ist gut. Hier wird gerade nichts mehr gemacht. Ist hier noch Sand, ja. Also hier wäre noch eine Eisenmine. Dann kann man hier mal eine Markierung. Wegpunkt. Wegpunkt speichern. Du hast jetzt, markierst jetzt jede Eisenmine, oder was? So, ich habe mir jetzt 10 Kolben hier in die Figur gedrückt. Hier. Wie ging denn das? Ist doch sauber. 10 Kolben? Ja. Schneller Wegpunkt hier. So, Wegpunkt die Kiste speichern. Ist jetzt hier nur für die Werkbank, oder wie? Ja, alles was so mit Eisen und Munition und was weiß ich was. Ja, auch für die Schmelze oder eher nicht? Ja, dann doch ja. Das, was aus der Schmelze rauskommt und da, und reinkommt und das, was in die Werkbank reinkommt. Alles klar. Dann packe ich da auch Lehm rein oder nicht? Ja. Okay. Ne, Lehm kannst du auch in eine Schmelze. Mir ist es ja deswegen frei. Es sind jetzt 6 Schmelzslots insgesamt da. Ja, da kann also auch ein austoben. Schmelzslot. Was haben wir denn hier? Ja. Was ist jetzt hier? Blei. Ich habe einen Bleiader. Sehr gut, dann holen wir Blei. Yep. Blei braucht man für allerlei. Das sagt schon der Name. So, ich habe hier noch ein Schmerzmittel. Oder da kann ich gleich mal Wasser holen gehen hier. Mal schön der Wasserträger. So, fülle er wie den sagte Kuh. Der alte Bergmann, Blei Juchai. Wie sagte der alte Bergmann? Blei, ich bin dabei. Schick mal lieber den Vogel vor, sagten doch die Bergleute noch. Genau. Vogel? Naja, den auf, wenn er runtergekippt ist, dann hast du Gas drin gehabt. Ja. Ach so. Ja. Keine Sauerstoffzufuhr. Au, mein Ohr. Ich werde hier unten, glaube ich, mein Lager aufschlagen. Hier ist man sicher. Ja. Dann wissen der Mähne und ich, wo wir unsere Latrine einrichten. Brilli, Achtung!
Mein Durchfall ist nur bei 7,8%. Na schön. Oder heißt es jetzt 7,8% Anteil Maiskörner oder oder das heißt, dass ich gleich sterbe und nichts dagegen getan habe. Kann natürlich auch oder sein, so. Wenn das runtergetickt ist. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob du dann Antibiotika eigentlich noch bräuchtest oder so. Keine Ahnung. Guck mal, Pillen, aber ich kannst doch in deinen Stats da gucken, was das heißt. Und was ja, Durchfall. Und das ist noch bei 7%. Also so gehe ich jetzt mal so davon aus. Ja, ich denke, bei 100% ist das schlimm. Vermutlich. Bei 100% ist es quasi Pipi aus dem Popo. Genau. Oder es heißt einfach nur Flüssigkeit. Das heißt, der, mein Haufen ist jetzt so hart wie Eisenblei. Ja. Also, du kackst Eisenbarren. Ja. Nicht schlecht. Wenn nicht alle. Bei 100% kackst du halt im Strahl und jetzt kommen halt so Klötze raus. Kann man gut stapeln wenigstens. Die Bleiader scheint nicht so groß gewesen zu sein irgendwie. Also wie dein Penis. Nicht so groß, hat er gesagt. Ja, ja, du. Ich komme nicht mehr raus. Da sieht man, dass er mich noch nicht nackig gesehen hat. Ist jetzt eigentlich Wichtelfeld aus dieses Jahr, oder was? Jetzt hat er gerade Angst, dass er euch gegenseitig hier Schwanzvergleich und so. Nee, ich kam aber aufs Wichteln, weil ich ihn da schon 100 Mal nackt gesehen habe. Aber ach so. Gut. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, die Bleimine, Bleiader war leider sehr, 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 sehr dürftig. Ich besorge uns mal noch ein bisschen Holz. Es waren aber noch ziemlich viele Bleivorkommen auf der anderen Seite des Flusses. Da bin ich gerade. Habe ich halt nicht markiert gehabt, aber da waren, glaube ich, noch einige. Ja, da wurde wieder nur das Oberirdische abgebaut und dann... Nee, jetzt kommt es mal gut. Lügenbaron. Weil du musst wissen, unten drunter geht es nämlich immer noch weiter. Ja. Und wir brauchen Kohle. Ach stimmt, unten drunter geht's weiter. Ja, mein Brille, unten drunter geht's weiter, genau. Das ist krass. So, was haben wir hier? Blei, noch ein Blei. Fein hat es gefunden, der Mene. Fein hat es gefunden. Du bist eine richtige Spürnase, bist du. Ja, kleine Bleispürnase. So, upgraden wir hier noch mal ein paar. Haben wir eigentlich noch schon irgendwas, um unsere Äxte da reparieren zu können? Unsere Feuerwehr-Äxte oder noch nicht? Ich habe schon ein paar Reparatur-Kits hergestellt. Dann kann ich die mal nehmen, wa? Nur 12. Und jetzt im Inventar. Ja, aber hier, du hämmerst hier mal einen Wolf an diesen scheiß Bäumen. Ihr müsst aber dran denken, das lohnt sich, also das verbraucht immer ein Reparatur-Kit, egal wie viel das Zeug runter ist. Also wirklich immer, bis es kaputt ist, benutzen. Ja. Das habe ich mir schon gedacht und auch bis jetzt so angewendet, nicht? Ja, ja, aber manchmal muss man es einfach laut sagen, falls ein Zuschauer nicht auf die Idee gekommen sein sollte. Einer von den dreien. Also bei bitte? Dir. Ach so, Zuschauer. Wow, ich brauche was zu essen und was zu trinken. Aber das haben wir ja im Inventar hier. Uns geht es ja momentan blendend hier in der Wildnis, im Wasteland. Wasteland, genau. Wo siehst dies? Also Wasservergiftung. Die Eisenschaufel macht schon deutlich mehr Spaß als die Standard. Die solltest du mir bauen, nicht dir. Ja, ich hab's aber nun mal jetzt im Inventar. Und ja, ich hatte sie aber in Auftrag gegeben. Ich bin ja auch nicht Schmied, weißt du, dann schmiede ich jemandem irgendwas und behalt's dann. Das ist Qualitätskontrolle jetzt hier. Quality Control Pass. Mene füllt jetzt gleich so ein kleines Zettelchen aus. Genau. Und klebt ihr Ring, dran. Ihr Ring, den habe ich geschmiedet, aber der hat mir so gut gefallen, habe ich behalten da. Ja, und jetzt kann ich alle knechten. Oh, jetzt geht's los. Ich gebe dir dann einfach die Schaufel kaputt und ein Werkzeugreparaturkit dazu, ne? Das ist dann... Finde ich immer so lustig, ey. Das ist dann vollumfänglich. Arschloch, da. Achso, Lehm braucht das auch alles, oder was? Wo ist denn Lehm? Lehm ist in der Schmelze geschmolzen. Schmiede heißt das ja hier nicht. Da müssen halt, da wo die Barren hergestellt werden sollen, muss Lehm auch geschmolzen sein drin, sonst passiert da gar nichts. Ja.
Es ist auch recht. in unserem Heimatgebäude, in der, wenn man davor steht, Linkskiste. Ich hab's schon. Oh Junge, komm hier, Energie mal ein bisschen. Lehm ist mein Freund. Ja, geht's noch weiter oder war es das jetzt so? Nee, das war's. Und der Text ausgegangen zwischendrin. Ja. Mein Freund geht das nicht. Ende. Ach so, Punkt. Das ist eher so ein Glückwunsch-Telegramm. Und jetzt alle. Lehm ist mein Freund. Mein Freund. Erleben. Dass ich den noch erleben darf. Erleben darf. Warte mal, ich bin doch auch eine Stufe aufgestiegen, oder? Machst du gleich hier ein Dings in Land? Ja. Ja, ich war gerade gucken, ich war noch irgendwas anderes am machen. Ich kann mich auch nicht immer vom Land leben. Sammler. Mhm. Okay, dann habe ich jetzt da eins. Sehr kann gut. Jetzt was kann ich denn immer. Ernte zwei Gegenstände von wilden oder angepflanzten Feldfrüchten. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Das heißt, wenn irgendwas zum Ernten da ist, sagt er mir Bescheid, dann mache ich das, das macht mehr Sinn. Jo, schön, dass wir das Maisfeld schon geplündert haben. Obwohl, da ist ja noch genügend eigentlich, ne? Ja, da ist noch massig. Naja, dann. Wir müssen deinen Durchfall ja am Laufen halten. Oh ja. Nee, ist weg. Ich hab keinen mehr. Ausgeschissen. Alter Falter, ey. Ja, alles weg. Schön. Da ist mein Arsch jetzt wund wie Harry, aber passt schon. Jetzt kannst du wieder Haufen machen. Die Ränder des Anallochs brennen wie ein Vulkan, Leute. Ein Vulkan. Ring of Fire, ja. Hui. Womit, glaube ich, auch der Folgentitel schon feststeht. Am Rande des Anallochs. Nein, ich hatte jetzt eher an Ring of Fire gedacht. Ja. Strike incoming. Der feurige Rand Brillis Anallochs. Oh. Wo steht denn eigentlich... Wie weit man noch entfernt ist. Das ist der Balken unten, ne? Über dem Inventar. Vom nächsten Level. Der XP-Balken, ja. Genau. Okay. Ist das eigentlich gestaffelt oder hat jedes Level gleich viel XP? Keine Ahnung. Irgendwas gestaffelt war. Am Anfang sind ja das schon schneller aufgestiegen, oder? Ja, wahrscheinlich. Würde Sinn machen, ja, eigentlich auch so. Kommt die hier echt angelatscht oder was? Boah, das ist diese Musik wieder hier im Spiel. Ich denke, was geht denn jetzt ab hier? Ist hinter mir plötzlich eine Kapelle aufgetaucht oder was? Leute. Die jetzt ab. Ich hole ja Eisen. Ich hab die Schnauze voll, ey. Wie machen wir eigentlich dann aus Eisen Stahl? Müssen wir es nochmal schmelzen mit irgendwelchem Zeug drin oder was? Ich vermute mal mit Kohle oder sowas, ne? Crazy. Gibt's da kein Rezept dazu? Doch, bestimmt. Bam, bam. Ich habe hier gerade einen Zombie ins Wasser gehen sehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Alte jetzt ersoffen ist. Oder die badet. Naja, die ist aber schon ziemlich lange unter Wasser. Also in dem Eisschneegebiet, da gibt es so Zombies mit so Schneemützen auf. Mhm. Die halten übelst viel aus. Ja, ich weiß. Die hatten wir doch beim letzten Mal, wo wir im Chalet Zwiebel waren, haben wir die doch kennengelernt. Ja, okay. Die musst du immer auf den Kopf, aber selbst da fressen sie einiges an. Ja, die halten echt viel aus. Das war eine Wichse da. Ganz unangenehme Brüder. Ja, kalt war da wie Hulle, du. Ja, ich hatte auch kein Beine mehr da. Ja stimmt, du hast ja noch schön das Bein gebrochen auf dem Weg zurück. Eins? Alle? Alle beide. Knack. Ey, aber Sand ist so richtig unergiebig, ne?
Ich bin übrigens nass, falls es jemand interessiert. Sand aus so einem Ding. Sand ist so richtig nervig. Ich brauche mal die Sandschippe hier. Gibt man vielleicht mehr auch daraus? Nee, nur schneller. Ach, du laberst. Das ist also das, was du dazu zu sagen hast. Ist das wieder nur ein Eisenvorkommen? Ich brauche doch Kohlevorkommen. Zwiebel könnt ihr auch mal was suchen. Der Zwiebel pflanzt ja gerade Bäume an. Und aber nicht schon wieder so viele. Nein, nein, ich gebe mir Mühe. Und ein bisschen auseinander vielleicht. Ja, auch. Soll nicht aussehen wie die letzte Monokultur am Bodensee. Nicht? Nee. Wer atmet nicht mehr so schwer? Ich. Weil ich mich aufgeregt habe. Aufregung oder Leidenschaft, genau. Nee, da Leidenschaft. Ist einer. Hallo Mäuschen. Krankenschwester, komm her. Was sagt ihr denn dazu, dass die Bundesliga dann bald wieder losgeht? Also vermisst habe ich es komischerweise nicht wirklich. Ja, ein bisschen habe ich schon vermisst. Aber ich vermisse halt auch Atmosphäre und volle Stadien. Das wird es immer noch ja, nicht. Ja, das geben. Ist wieder was anderes. Ja, da hast du recht. Naja, müssen wir durch. Kriegt man von der jetzt irgendwas? Das Allertraurigste nee, ne? wäre ja, ist ja, dass ich jetzt eigentlich gerade im Europapark wäre. Für drei Tage. Das wäre echt traurig für die Mitarbeiter im Europapark. Oh, da ich hab gewartet. Den in der Achterbahn. Hui. Hui, der braune. Der Peter. Braune, die braune Rakete hier. Okay, ich verschwende, glaube ich, gerade Muni. Hör auf, die fahren mich hier gerade elendiglich zusammen. Warum schmeißt du immer alles hin, Junge? Pam, 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 param, param. Ja. Das ist wieder nur ein normaler Stein. Menno. Ich finde einfach keine Kohle. Das ärgert mich. Oh, ich muss hier aus der Kälte raus. Sonst tut's aua. Vielleicht müsste man das Feuerbiom. Vielleicht gibt's da mehr Kohle vorkommen. Wäre eine Idee. War ich das letzte Mal, habe ich auch keins gefunden und im Schneebiom war sofort welche. Manchmal ist der Brilli gar nicht so blöd. Manchmal oder immer? Manchmal. Immer manchmal. Manchmal ist er immer blöd. Trauen ein kleines bisschen haue gerne. So, ich habe jetzt knapp 1900 Holz hier in Tesch. Das ist wenig. Ja, für dich wird's reichen. Machen wir halt noch ein bisschen, damit der Brilli hier Ruhe gibt. Außerdem sieht man da mal ein bisschen mehr Häuser hier in der Ferne. Scheiße Wald. Der Wald ist unser Freund. Ach so, dem Lehm wirst du jetzt untreu, oder wird? Erwischt. Hörst du dieses leise Winseln des Lehms, der sich verraten nein, fühlt? Ich bin schon am Lehm buddeln. Achso, du streichelst dein Lehm. Alles ja. Klar. Verstehe. Lehm ist Leben, Leute. Ja, absolut. Wissen wir Lehm doch alle, ist Leben und Lehm ist Lassen. Wie der Lehm doch mal vor Millionen von Jahren aus dem Ozean gekrochen ist. Und gesagt hat, okay, fangen wir an. Dieser Gegenstand muss repariert werden am Arsch. Ja, keine Kohle gefunden, nur Blei. Blei ist aber auch schon mal nicht schlecht. Ja, ist aber keine Kohle. Hat er recht. Aber Kohle machen kann man nicht, wa? Aus Holz meinst du? Mhm. Geht bestimmt, oder? Gute Frage. Irgendwie schieße ich heute ständig durch die Zombies durch. Ja, das habe ich so eingestellt im Server. Macht ein bisschen mehr Action. If Mene gleich Shooter, genau. Dann Pfeil goes through Zombie. Ja, Els. So,
Pseudocode Ende. Mhm. Else ist Headshot. Genau. Oder ins eigene Auge. So, jetzt kommt den, nehmen wir auch noch mit in den Baum hier und dann pflanzen wir gleich noch was. Zip, zap, sup. Eier ab. Genau. Wird der See eigentlich leerer, je mehr Wasser wieder rausholen? Nein. Ja, zu bezweifeln. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Keine Ahnung. So. Oh, da kommt er. Alles gut, Mene? Oh, hat er Kohle gefunden? Ich sag dir wirklich, kommt er. Gleich auch steckt deine Frau den Kopf zur Tür rein und fragt, was hier los ist. Du musst nirgendwo zur Tür rein, die sitzt hier neben mir. Ach so. So. Sag mal, jetzt. Was macht ihr denn da? Ja, mei. Ist gekommen, Mene. Falle heißt das Ding. Stachelfalle. Machen wir nochmal 10. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen unsere Stahlmonster draußen weiterbauen. Hä? Mahlzeit. Moin. Ich habe hier was gegessen und bin am Verhungern. Gekochter Maiskolben benutzen. Ich hätte vielleicht früher schon mal was essen sollen. Ja. So. So, warte mal, was testen. Eisenstachel fallen, fertigen. 10 Sekunden. So, soll ich die Wände auch noch irgendwie damit klatschen oder? Womit? Na hier mit den Dingern hier oben zum Beispiel. Fuck. Was meinst du denn? Ja, ich wollte eigentlich nur ein Beispiel machen. Ja. Ja, ich weiß, glaube nicht, dass das was bringt. Da gehen ja was runter her. Die werden ja, die werden ja nicht hochspringen. Also die wenigsten. Ja doch, schon. Die meisten werden die Mauer kaputt machen wollen. Hm. Weiß halt nicht, was ist denn die nächste Stufe der Mauerverbesserung? Wir haben ja jetzt Pflastersteine. Aber das geht ja auch noch mehr, oder? Na bestimmt auch Eisen. Weiß ich nicht. Bestimmt. Naja, also ich... Wie gesagt, es gibt ja so auch so Tutorials im Internet, wie man seine Basis sicherer Tutorials machen kann. Tutorials. Als hätten wir die nötig. Also ihr müsst jetzt aufpassen. Der ein oder andere Zuschauer denkt sich jetzt, japp. Genau. Japp. Er hat's erfasst. Ihr müsst jetzt übrigens aufpassen, wenn er zur Tür reinkommt, ne? Oder rausgeht. Nicht gleich. Oh nee, hast du es wieder so eng gebaut, dass ich mich wieder ständig piekse? Ja. Och nö. Doch, doch. Ich guck gerade mal ab, wenn du dich mit der Eisenfalle spiekst. Bonre, jetzt riecht die los. Ja, dann bleibt der Ei gleich dran hängen. So. So, hier ist vorne ist fast die Zweierreihe Eisen durch. Cool. Also Mauer, wenn ich nach Mauer suche, findet er erstmal gar nichts. Vielleicht Lehm? Wie habt ihr das gefunden, der Mauer? Weiß ich nicht, wie die heißen. Mauer gibt's nicht. Vielleicht Wand? Nö. Wandtresor. Guck mal hier mal. Einige in petto. Aber machen wir mal noch ein paar. Eine Eisentür wäre auch auf jeden Fall geil. Ja, das können wir mal machen. Brauche ich nur Eisen für, oder? Ja. Kann ich die dann upgraden? Ja. Ja, einfach mit deinem Standardwerkzeug dann rechtsklick, wie immer. Dann musst du erst musst du normales Eisen. Achso, das geht nur mit normalem Eisen. Ja, und dann eine Eisentür musst du dann auch im Inventar haben. Und dann wird aus dieser verstärkten Holztür automatisch eine Eisentür gemacht. So, jetzt habe ich aber Hunger. Nichts mehr zu essen dabei. So, jetzt ist es eine eiserne Tür, aber wie geht noch eine Stufe weiter? Du brauchst eine Eisentür im Inventar. Die musst du herstellen. Ach so, die muss ich herstellen. Aber jetzt hast du sie aufgewertet.
Tür Komm mal. Da. Was braucht die denn? Geschmiedetes Eisen. Fertige. Ich kipp gleich tot um. Shit. Wo bist Haben wir noch du? Irgendwo Essen am Schlüssel? Ja, ja, im Feuer Dings, ist. Im Feuer ist. Okay. Verdammt, ich bin verdammt weit weg. Ich habe total viele Maiskolben gegessen und habe immer noch Hunger. Ich sage ja, die halten nicht so lange. Nee. Aber wir haben auch noch massig, also von daher. Ja, 5 Stück, glaube ich. Kann mir vielleicht jemand entgegenkommen und zwar Richtung der Brücke, wo es ins Dorf geht. Mit Essen. Ja. Jetzt kipp ich hier gleich komplett auf den Machst du Ziel oder soll ich? Ich mach. Danke. Alle Vöglein, alle. Rettungsmission Mähne läuft. Läufst du über die Brücke oder wie kommst du? Ich bin schon auf der, auf unserer, Da ist er. Da bist hier, du. Rettung. Guck hier. Bitteschön. Danke. Bin dir. So, das muss ja jetzt erstmal nur bis zur Basis reichen und dann... Yep. Du bist hungrig, deine maximale Ausdauer wurde vermindert. Die Folge ist zu Ende, Leute. Recht. Dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich von euch, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier im Wasteland. Es geht momentan eher darum, unsere Basis zu stärken und uns in 3 Tagen ist soweit, ne? Ja. Für den zweiten Ansturm zu preparen. Ich sage tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Sinnlos im Wasteland mit mir an der Seite, Zwiebel und Mene. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.